Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CD.at. Heute ist Montag, der 28. August 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute löse ich auf, in welchem Punkt ich anderer Meinung als Christoph Boschan bin. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Me. Hey, here's Market and Me, podcasting for equity. Ja, die Börse als Modethema und die Augustfolgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und Pira Mobility mit 70 Jahren KTM. 3.112,63 Punkte jetzt im ATX um 11:58 Uhr. Das ist einerseits ein Plus von 0,44% versus Freitag, aber noch immer ein halbes Prozent unter den Jahresstartwerten. Auf der Gewinnerseite um 11:58 Uhr, als ich das einlese, die Lenzing mit plus 3,8%, Andritz mit plus 2,6% und die SBO mit plus 1,3%. Verliererseite AT&S minus 0,5%, ebenfalls minus 0,5% die Immofinanz und minus 0,4% hat die OMV. Beim Geldumsatz haben wir zu Mittag die Andritz vorne mit 3,5%. Millionen Euro, das hat ein bisschen Bedeutung, komme ich dann dazu. Dann die erste Group mit 2,1 Millionen, die OMV mit 2,0 Millionen und die EVN mit 1,2. It's time for the Main Event! So, ja, da spielt auch Andritz rein beim Main Event, weil der Main Event dieser Tage ist sicherlich die ATX 5 Quali, die heute den zweiten Tag hat. Am Freitag ist Tag 1 eingeflossen. Da geht es, wie gesagt, ein bisschen um den fünften Platz. Die Babak ist auf Rang 4 mit 7,08, die Voestalpine mit 6,91 und die Andritz mit 6,81 auf Rang 6. Die Andritz ist aber aktives Mitglied, sowie die Babak und die Voest nicht. Und die Voest müsste einen der beiden im 5-Tages-Schnitt um 0,5 überbieten. Momentan ist die Babak um 0,17 vor der Voest sogar und die Andritz um 0,1 hinter der Voest, also bei Weitem keine 0,5, und wenn die Andritz heute steigt, und das tut sie, zumindest am Vormittag, das ist zwar egal, weil nur die Schlusskurse einfließen, aber dann ist es so, dass die Andritz auch fast gleichziehen können wird mit Voestalpine, und insofern, weil alle Tage gleichgewichtet einfließen, wird die Chance für die Voestalpine da in den ATX 5 einzuziehen ab Septemberverfall immer kleiner werden. Ich habe dann noch gesagt, dass ich heute auflöse, in welchem Punkt ich anderer Meinung als Christoph Boschan bin. Das habe ich die ganze letzte Woche angekündigt. Das werde ich auch tun, aber noch nicht jetzt, nämlich dann erst zu den Schlusskursen in einer Sonderfolge 30x30 Finanzwissen pur. Das ist dann die 13. Folge, nachdem die 9. Folge und die 12. Folge, wo es ein bisschen um Besteuerung und so weiter geht, wirklich die besten sind von den Hörerinnen und Höreranzahlen, ist diesmal die Folge wieder ein bisschen diesem Thema gewidmet. Im Zentrum steht der Sager vom Christoph Boschan. Zu den Nachrichten heute. Kontron erwirbt von der Phoenix Mecano die Computersystemhersteller Hartmann und Wiener. Wiener, so geschrieben wie das Monatsmagazin, für das ich früher geschrieben habe, auch immer gerne geschrieben habe. Ich habe dann nur aufgehört, weil die Kapitalmarktfreundlichkeit nicht so ganz gegeben war, aber wie auch immer. Die Unternehmen, die beiden, also Phoenix und Wiener, erzielen einen Umsatz von 18 Millionen Euro und ein EBITDA von ca. 3 Millionen Euro. Dann haben wir den Andritz-Auftrag. Und zwar United Paper hat schon was in Betrieb genommen, das bei Andritz beauftragt worden ist. Und zwar geht es da in Prachinburi in Thailand um eine OCC-Linie mit einer Kapazität von 500 Tagestonnen für hochqualitative Linerboard-Sorten. Valneva hat gute Daten geliefert, und zwar geht es da um initiale Sicherheitsdaten Phase 3 bei Jugendlichen für einen Single-Shot-Impfstoff gegen Chikungunya. Und man glaubt jetzt, dass das den Zulassungsprozess in Brasilien unterstützen wird.
Und die Auswertung dieser Daten kann auch die Einreichung des Zulassungsantrags bei der EMA im Laufe des Jahres ermöglichen. Die Valneva-Aktie ist jetzt mal 1,3% im Plus. Mit der EMA hat man, Stichwort Covid, jetzt nicht die besten Erinnerungen gehabt. Abschließend noch Research heute. Kepler-Chevreul bleibt bei der FACC auf halten, erhöht das Kursziel von 7,2 auf 7,8 Euro. Raiffeisen Research bestätigt FACC mit Hold, geben ein Kursziel von 7 auf 7,1 Euro. Ebenfalls Raiffeisen Research bleibt bei Kaufen für EVN, ein Kursziel von 32 auf 33 nach oben. Raiffeisen Research bleibt auch bei SBO bei Kaufen und geht aber mit dem Kursziel von 78 auf 65 Euro retour. Und nochmal SBO, diesmal eingeschätzt von Haug und Aufhäuser. Da gibt es ebenfalls ein Kaufen und das Kursziel geht von 105 auf 98 Euro retour. So, heute wie gesagt gibt es noch 30x30 Finanzwissen pur mit der Auflösung und wir hören uns dann morgen. Tschüss und tschüss.